Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zurück zu einem Angezockt-Video, heute mit Metal Gear Survive. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt, naja, gut, eigentlich hält sich's in Grenzen, denn ich muss leider Gottes dazu sagen, warte mal, die Stimmen, ne, mach mal Japanisch schon, habe ich schon irgendwie voll Bock drauf. Na, dann machen wir noch schnell die Einstellungen hier. Spielt das Ganze auf der Xbox One X mit HDR-Unterstützung, ja, das ist eigentlich alles supi, können wir direkt hier auf Standard lassen. Passt, wackelt und hat Luft. Was wollte ich sagen? Ich bin eigentlich nicht so der große Metal Gear Fan. Hab die Serie ja früher halt zu so PlayStation 2 Zeiten. Habe ich halt den einen oder anderen Teil da gezockt. Noch so schön klassisch. Kiste über den Kopf und los geht's. Aber dann hier die neueren Teile alle nicht mehr so gespielt. Auch den letzten nicht. Und das Ganze soll wohl hier so ein Koop-Multiplayer-Spiel werden. Oder mit. Ich hoffe, ich sage ja nichts Falsches. Zumindest ist diese Beta hier erstmal nur ein Multiplayer. Und ja, was man da machen muss, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß, das kam öfters mal in den Gaming News und da wurde auch ein bisschen was berichtet oder so. Aber es hat mich nie so gefesselt, dass ich sagen kann, boah, jetzt bleibe ich mal dran und will einfach mehr Informationen zu diesem Spiel haben. Aber hey, vielleicht kann die Beta jetzt was ändern und darum seid ihr jetzt auch hier mit mir dabei in diesem Angezockt-Video und wir lassen uns einfach überraschen, ob es vielleicht doch so einen kleinen Zauber versprüht. So, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall gleich erstmal den Sound anpassen, damit das nicht ganz zu laut wird. Ja, bla 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 bla. Bla bla. Einmal weg damit. Und dann schauen wir mal hier. Und es lädt. Inventarbildschirm. Na, können wir erstmal durchlesen. Ja, du kannst Gegenstände im Inventarbildschirm auch ablegen, wenn du zum Beispiel die maximale Tragkapazität überschritten hast. Beachte bitte, dass Gegenstände nach dem Ablegen. So, also wir können auf jeden Fall entscheiden, welchen Charakter wir nehmen. Nehmen wir in dem Fall mal männlich. Ich fühle mich heute zumindest männlich. So, gib dein Ding einen Namen. Hau mal rein, den Namen hier. Ja, es gibt eigentlich nur einen Namen. Und das ist der gute alte Sonnenschi. So. Rin. Und fertsch. Und ansonsten, wenn ihr natürlich da draußen. Ach, gucke. Der Character Editor kommt mir irgendwie so bekannt vor. Also. Optisch. Ich weiß jetzt nur nicht gerade von welchem Spiel. Das könnte ich vielleicht irgendwann mal ein alt sein. Mit mehr Falten und. Ja, okay. Können wir noch selber Anpassungen machen? Eigentlich ist es auch total Latte für Multiplayer, oder? Eigentlich ist es doch jetzt total Latte, wenn der Beta was für ein Gesicht man hier wählt. Ich nehme mal ihn hier, oder? Ja, komm. Nimm mal ihn hier. Er ja, sieht sehr zuversichtlich aus. Das scheint zu laufen. Ach, guck mal. Doch, hier, ja, guck da. Frisur? Ja, Frisur muss ich wesen gucken. Wow. Ich bin, begeistert. Okay, es kommt auf jeden Fall mehr. Man sieht es, aber die Beta ist natürlich hier begrenzt in der Hinsicht. Augenbrauen, ja, leck mich doch am Arsch. Haarfarbe. Können wir jetzt noch ein bisschen dunkler machen? Ja, so ein bisschen. Giovanni, Giovanni! Ich habe gesagt, nicht zu schnell laufen. Ja, wie bin ich denn jetzt von Italienisch auf Russisch gekommen? Na, egal. So. Rein die Sache. Hier können wir auch noch die Stimme ändern, oder was? Kann ich die auch irgendwie anhören? Da. Kamasude! Kamasude! Ja, dann, das klingt ganz gut. Und ach, hier kommt noch die Stimmenhöhe. Das ist süß. Das hier klingt ja wie so ein alter Samurai. Ich kann mich schon wieder Stunden hier dran aufhalten. Nee, das gefällt mir nicht. Oh, das finde ich ganz gut. Die ist ganz cool. Die nehmen wir. So. Jetzt aber. Diesen Avatar verwenden? Ja, klar, sonst hätte ich ihn jetzt nicht erstellt. Nehmen wir mal so. Und ich lasse mich jetzt einfach hier voll überraschen. Geräuschewahrnehmung von Feinden. Kreaturen besitzen auch ein Gehör. Wenn sie ein Geräusch wahrnehmen, bewegen sie sich in Richtung des Ortes, aus dem es kam. Aha. Das klingt doch schon ganz danach wie werf eine Dose. Was haben wir denn hier noch? Oh, ganz schön kleiner Text langsam. So, willkommen im Metal Gear Survive Beta. In dieser Version hast du die Möglichkeiten, Bergungsmissionen zu spielen, bei denen du zur Energiegewinnung verwendetes Gerät beschützen musst. Okay, wähle eine Mission auf der Liste aus, um zu beginnen. Ja, mache ich. Ach, weiter auch noch. Waffenausrüstung. Ja, leck mich am Arsch, leck mich am Arsch. Ich
bin jetzt derjenige, der das jetzt einfach mal wegklickt, das Tutorial, und der gleich wieder fragt, wie alles geht. Ihr da draußen kennt das sicherlich. Wenn ihr es da draußen schon gespielt habt, dann könnt ihr mir natürlich auch gerne bei YouTube in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Spiel haltet. Ich finde das Menü hier gerade, ich finde das ultra minimalistisch, ich finde aber, es sieht irgendwie cool aus. Also es sieht, irgendwie hat's was. Ach, jetzt muss ich da hinten an die Wand laufen, oder wie? Ist das richtig, hier ranzulaufen? Ich bin total verwirrt. Aber hier kann ich auch schon... Hä? Kann ich auch noch schöne Waffe ziehen? Da könnte ich mich schon hinlegen. Aha. Soll ich jetzt hier an die Gegenstandewand? Nee. Aha. Inventar. Flasche. Was mache ich da eigentlich, wenn ich jetzt A drücke? Halten zum Benutzen. Achso, ne, brauche ich ja noch nicht, oder? Ne, komm, lass stecken, komm. Dann gehen wir mal jetzt hier hin. Das ist alles ausgekraut. Das ist so future-mäßig irgendwie. Irgendwie bin ich gerade so ein bisschen entzückt von. Hat irgendwas. Irgendwas hat's. So, Ausrüstung ändern. Hier, okay. Da könnte man das Ding oder das Ding nehmen. Ne, da bleiben wir mal bei denen hier. Kann ich denn auch eine Schusswaffe schon nehmen? Gar nicht. Plus hier meinen Hackebeil. Okay, Kommunikationseinstellung. Kann ich denn jetzt auch den Sound erstmal ändern? Hier ist die Karte, persönlich. Community. Aber ich finde es ganz cool. Also man merkt, glaube ich, man sieht es, glaube ich, da, wie er den Daumen da so rechts bewegt. Also das mache ich halt gerade wirklich mit dem Stick. Also das ist irgendwie ganz lustig. Aktueller Trupp. Aha. Ja, ist interessant. So, und wie starten wir denn jetzt hier was? Mission akzeptieren. Genau so am besten. Bergungsmission. Offenes Event. Ja, los. Einzelheiten zum Event. Rang und Belohnung überprüfen. Und Action. Startet der jetzt? Oh, ich sehe gerade, mein Chat ist natürlich aktiviert. Das heißt also, die Leute werden mich dann hören, wenn ich jetzt hier mitten in der Aufnahme bin. Ich hoffe, das wird die nicht stören. Ja, mal schauen, wer auch immer mit mir da drin ist. Oder ob sie mich dann allein lassen und ich hocke dann alleine da. So, Metal Gear Survive Beta. Lalala. Aber ich würde trotzdem gerne erstmal die Soundanstellung noch vornehmen wollen. So ein bisschen. Wollen nicht, dass euch gleich das Ganze zu laut wird und ihr hört mich nicht mehr. Wobei, vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, wenn er mich nicht mehr hört. Manchmal weiß man ja nie. So, machen wir hier mal ganz kurz. Muss ich hier noch was drücken? Nö, er lädt, ne? Hier kann ich jetzt auch nichts drücken, ne? Nö. Geht nur auf Schließen. Na, dann bin ich mal gespannt. Lassen wir uns überraschen. Ah, ich trinke erstmal meinen Kaffee. Oh, Kaffee ist alle. Nix mit Kaffee. Ja, das dauert auf jeden Fall sehr lange schon mal. Meine Damen und Herren, der nachfolgende Zug verspätet sich um etwa 10 Minuten. Bitte Vorsicht auf den Gleit 4. Na komm schon. Heute noch. Heute Morgen noch. Schließen Sie während der Beta-Test-Koop-Mission ab. Na, ist es jetzt so schwer, jemanden zu finden, oder? Das würde mich halt interessieren. Ich gehe nochmal hier raus. Ach so, ich Idiot. Okay. Start jetzt einfach mal. Jetzt sucht er, ne? Ja. Okay. Ja. Okay. So startet man ein Spiel. Mensch, Leute. Könnt ihr mir auch mal sagen hier. Verdammte Axt. So, dauerhafte Mission. Schwierigkeitsgrad einfach. Spielergebiet. Ne, Spielersuchgebiet Europa. Dann werden wir mal sehen. Und ich hoffe, die Leute können mich hier gleich einfach mal blockieren. Also, stimmlich blockieren. Nicht, dass ich jetzt hier den ganzen Trupp verrückt mache mit der Aufnahme. Hätte ich vielleicht durch vorher im Chat gehen sollen. Na, egal. Egal. Müssen sie jetzt durch, da draußen. Na? True Dinosaur. Na, True Dinosaur. Interessanter Name. Sehr interessanter Name. So, dann wollen wir uns das Ganze hier mal anschauen im Angezockt-Test und... Gucken mal, wie auch das Ganze grafisch ist oder allgemein. Und oh Gott, jetzt höre ich schon alle anderen. Jetzt haben wir das Problemchen, was ich gerade gesagt hatte.
Ich mach mal eins kurz, Sekunde. So, hört er mich noch da draußen? Ich hoffe schon, denn ich bin gerade nämlich jetzt schnell in eine eigene Party gegangen, damit die mich halt nicht hören können, die Jungs. Und wie die da so reingerutscht sind, wie haben sie das denn gemacht? Und warum haben die schon Schusswaffen? Ich lass mich überraschen. Zeit bis zum Start der Mission. Was? 3 Minuten? Was soll ich denn 3 Minuten hier machen? Wollt ihr mich verarschen? Komm her, kann ich dich schlagen? Kommt mal her, können wir uns fighten? Nee, scheint nicht zu gehen, ne? Ich hab ein Messer. Was ist das hier? Eine gute Frage. Aha. Interessant. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Was ist das hier eigentlich? Gegenstandswerkbank. Na gut, aber ich werde jetzt noch kein Material haben, ne? Deswegen lässt er mich da auch noch nicht ran. Hier gibt es Waffen. Herstellen, anpassen, reparieren, herstellen. Kann ich denn irgendwas herstellen? Ja, hier, irgendwie so eine Pistole. Nee, ich hab nicht. Wer nichts hat, der kann sich auch nichts leisten. Also müssen wir jetzt erstmal hier mit dem Billigzeug klarkommen. Werden wir mal gucken, wie das nach der Mission ist. Ey, es ist trotzdem so ungewohnt, dieses Menü, ne? Mit diesen Tafeln. Also ich find's auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite ist das halt ultra ungewohnt. Also wirklich. Da kann man jetzt erstmal die Ausrüstung von jedem sehen, ne? Aber so wie es aussieht, Sonnechi hat eine Pistole. Wo denn? Ach, da! Ah! Da unten drücken. Sag mal, ja. Aha! Aha! Nachladen, ganz gewohnt. Wie bei jedem Shooter auf X. Alles klärchen. Gut, also von mir aus kann das hier schon lange losgehen. Also ich finde, den Timer könnte man schon so... Wow! Was tut das? Oh, mein Freund, du hast schon ein paar Pfeile drin. Au, 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 au. Du Arsch da. Du schießt auf uns? Na, warte. Jetzt gibt's hier aber eins auf die Mitte, mein Freund. Nee, ich finde schon, also wenn alle 4 da sind, dann sollte es schon so irgendwie so einen Bereitschalter geben. Warum nicht eigentlich, ne? So, seht ihr irgendwas, wo ich hier mal in die Optionen noch reinkomme? Inventar, Status, Datenbank, Karte, Community. Aber ich sehe jetzt nicht, wo ich hier irgendwie mal... Aha. Optionen. So, Steuerung, Soundeinstellungen. Das war alles? Ich kann den Sound nicht runterregeln? Ach was. Das geht nicht? Ich kann den... Okay, also ihr müsst damit leben, wie der Spielsound jetzt ist. Also ich hoffe, dass ihr mich dann trotzdem gleich noch hören könnt. Sollte da jetzt gleich voll die Action abgehen. Also ich weiß, dass wir jetzt den Generator verteidigen sollen. Also quasi so ein Tower Defense Spiel. Würde ich jetzt fast behaupten. Mit Zombies. Oder halt mit irgendwelchen crazy Leuten. Aber hey, dafür sind wir da, um das zu testen. Und ich finde schon wieder geil, wir haben schon wieder 13 Minuten. Und wir haben noch eigentlich noch keine Runde gespielt so richtig. Wenn das nicht ein angezockt Video ist, dann weiß ich auch nicht. So muss das laufen. Ja, die Ladebildschirme. Und dann bin ich gespannt, ob das jetzt hier technisch auch ein gutes Spiel ist. Ist ja auch immer die Frage, ne? Also für mich ist Grafik nichts alles, ne? Aber so ein bisschen hübsch dürfen die Spiele ja schon sein. Ja gut, das sieht jetzt noch ein bisschen fad aus, aber wird das vielleicht noch besser? Sieht gerade nicht so aus, ne? Ist die Weitsicht so gewollt, dass da alles so in Matschepampe ist? Na egal. Kommt. Oh, da ziehen wir das Messerchen. Also wir sollen dahinter den hier umbringen. Ja, direkt in hier wegfatschen. Ach, der hat das mit den Stäbchen gemacht, ja? Aha. Hier können wir die Kamera links und rechts machen. Okay. Man muss ja erstmal schauen. Was ist das jetzt? Stuhl zu binden? Warum haust du auf mich? Bist du des Wahnsinns? Schrecke mich nicht so. So, kommt, Leute. Wir müssen dahinter. Das muss ja verteidigt werden, Freunde. Springen ist... Macht er automatisch, oder was? Boah, meine Ausdauer. Boah. Ich pumpe... mein Gott. Alter, null Ausdauer, der Typ hier, ne? So, mal 10 Meter gerade... Das finde ich manchmal so übertrieben in manchen Spielen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Man spielt so übel so laut Story, so den... Kra
krassen Soldaten, weißt du, so, yeah, ich habe schon das und das und das gemacht, ne? Und dann gehst du so in-game rein und denkst dir, Alter, jetzt bist du 10 Minuten gelaufen. Was ich schon mal feiern muss gerade, sind die Sounds. Weil wenn ihr das gerade gehört habt, wenn die Viecher einen sehen, das ist wie früher zu PlayStation 2 Zeiten, dann kommt dieses Wuh! Das finde ich irgendwie ganz cool. Was ist? Soll ich, darf ich nicht raus? Was ist mit dir los? Mein Freund. Erstmal Machi. Machi, Machi. So, kann ich das hier reparieren? Ach nee, ich kann hier so hochklettern. Aha. Na, nicht schlecht. Welle 1 beginnt. Na, jetzt bin ich gespannt. Kriege ich hier auch voll den geilen Scheiß noch, oder? Taktische Unterstützung. Aha. Okay, das ist ein bisschen wie bei Gears of War quasi, wenn die Wellen kommen. Da hat man ja auch mal dann die Möglichkeiten, noch irgendwelche extra Sachen zu bauen. Also würde ich sagen, nehmen wir jetzt erstmal Gears of War als kleinen Vergleich. Erstmal. Ganz ruhig bleiben da draußen für alle, die sich denken, was? Wie kannst du das vergleichen? Gemeinsamer Hangar. Hä? Wurmlochgenerator. Aha. So, ich sollte vielleicht helfen? Weiß ich nicht. Oh, hier ist aber ein Geschütz. Darf ich da ran, Leute? Ah, so macht das doch den Sonnenschein Spaß hier. Jetzt wird hier ein bisschen... Ey, Freunde, ich werde hier von der Seite belästigt, ne? Ihr müsst schon ein bisschen auch mal drauf achten. Wie sieht denn der überhaupt aus? Wo ist denn sein Köpfchen hin? Geht er nicht. Jetzt hat er es kaputt gemacht. Was denn? Welle 1 vorbei? Was ist eigentlich hier oben? Können wir mal ganz kurz hochgucken. Wie könnte man sich damit das Sniper hinlegen, oder? Naja. Aber so richtig grafisch spektakulär ist es jetzt nicht, ne? Also das ist jetzt so... ja. Nett. Sag mir nett. Also es hat HDR, es ist... Ich weiß gar nicht, auf welcher Auflösung das Ganze hier läuft. Also es sieht scharf aus, aber... das bringt halt auch nichts, wenn die Grafik jetzt halt... so ein bisschen lasch ist. Hier, da rennt noch einer. Hau den nochmal weg hier. Ah. Freunde. Welle 1 beendet. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir gleich ein bisschen mehr... Was kann ich damit machen? X aufheben. Ach, gucke, das ist dann das Materialzeug, oder was? Ja, na ja, damit. Nimm mal erstmal hier Gummizeug und sowas alles. Ist noch anderes Material für mich? Also nur Gummi? Weiß ich nicht. Ich finde Gummi schon wichtig, ne? Also, ein bisschen. So, kann ich mit Gummi was machen? Nicht. Von wo kommen sie denn? Wo sind meine Freunde eigentlich hin? Meine Teammitglieder. Was machen die denn da drin, ne? Gibt's da Waffen? Ich kann irgendwie so ein bisschen planlos rum, kann das sein? Geht die Tür hier auf? Ach so, oh. Oh, er blaut's gleich rein. Oh, was ist mit dir los? Kann ich mit Gummi was bauen? Gewöhnlicher Pfeil. Kaliber Standardmunition könnte ich bauen. Gucke. Okay. Habe ich das jetzt ausgerüstet oder nicht? Keine Ahnung. Kommt. Boah, ab durch die Tür. Was sind das für Viecher? Was seid denn ihr für Pilzköpfe? Ah, okay. Oh, das sieht aus, aber explodieren will, ne? Ah, ja. Ja, ja. Das sieht nicht so aus. Das ist so. Könntest du mich wiederbeleben, mein Freund? Ja, ich lieg quasi neben dir. Hallo. Der Wesen, er macht's, ne? Wo der andere, der stand jetzt irgendwie bloß daneben. Pappnase. Du willst mir auch mal Hilfe haben. So, jetzt werden wir auch mal ein bisschen schießen hier. Wie sieht's von hinten aus? Von hinten. Ja, also jetzt würde ich schon auf jeden Fall das Ganze mit Gears of War vergleichen. Ich weiß halt auch nicht, was beinhaltet denn dann die Vollversion? Das könnte vielleicht einer da mal bei YouTube in die Kommentare reinschreiben. Aua, nicht davor laufen.
ob es dann halt nur solche Multiplayer-Modi hier gibt, wie das, was wir gerade spielen, oder... Oder ob es dann mehr gibt, man weiß es ja nicht. Ach, guck mal, hier kann ich auch durchlaufen. Aha! Ist das hier? Okay, hier könnte man noch ein Heilspray. Aber Heilspray habe ich doch schon, oder? Ich guck mal hier. Wie wähle ich denn das Heilspray aus? Das ist hinlegen. Hä? Ja? Wie nehme ich denn das? Hallo? Nimm doch mal das Zeug. Ich fühle mich schon wieder irgendwie so alleine. Ich hätte ja gern das Heilspray einfach mal genommen, aber... Er will nicht. Braucht ihr Hilfe? Eigentlich nicht, wa? Lass mal Zeug liegen. Zeit bis zum Ende der Welle. Naja, läuft doch, oder was? Aber spektakulär ist bis jetzt anders, ne? Also meine Meinung. Ich weiß nicht, wie das bei euch da draußen so vorkommt, aber ich finde das bis jetzt bald spannend. Ja, das Problem ist halt, ich meine, Gears of War macht das Ganze in hübsch, weißt du? So, warte mal, jetzt wollen wir hier was gucken. Inventar, Karte, wo ist denn die Steuerung? Steuerung. Steuerung. Zeig mal her jetzt hier. Ach du Scheiße. Linker Gegenstand. Brauchen und verwenden. Da, LB. LB sagt er. Ja, und? Ach, benutzen und dann nochmal drücken. Alter, wie sprüht er sich denn an? Oh, den geht ja fast einer ab dabei. Eieieiei. Junge, 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 Junge. Ah, erstmal schön einsprühen, ne? Du Sau. Und das hier Graben beschleunigen. Ist das jetzt gut? Ist das einfach mal gedrückt? Was passiert da jetzt? Was habe ich da jetzt gemacht? Das hat auf jeden Fall viele Punkte gekostet, ne? Damit dann einfach die Runde jetzt schneller vorbeigeht oder was? Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht das Ding aus, als ob es gleich in die Luft jagt. Ach du Scheiße, was ist denn da los? Leute, die brennen alle. Und ich habe keine Muni mehr. Das läuft bei mir. Kommt her, ja. Ich schlachte euch alle so weg. Oh, okay. Vielleicht kommt nicht alle so. Oh, okay. Ja, gut. Die sind stärker, als man denkt. So einfach reinrennen ist nicht. Aber hier, Kollege Schnürschuh. Genau. Einmal mir mal das Ding da wieder rein. Perfekt, ein Träumchen. Ah, der Generator geht voll ab, ne? Hier. Ja. Alter. Ich brauche auf jeden Fall mal wieder meinen Heilspray. Ach, pass mal auf, wie der jetzt abgeht. Pass mal auf. Oh, hier. Yeah. Ah, oh, geil. Heilspray. Oh, das tut so gut. So, was ist denn das andere hier von Gedöns? Und was ist das? Was habe ich da jetzt hingetan? Das habe ich auf jeden Fall unendlich. Oder auch nicht. Oder auch nicht. So, ich brauche irgendwie Munition, Waffen, Materialien. Ich weiß es auch nicht. Ah, ja. Munition. Ach, guck. Und weg ist es. Wow, 14 Schuss. Oder 14 Magazine. Hier hast du wieder so ein großer. Ich finde dieses automatische Anvisieren, finde ich ein bisschen scheußlich gerade. Wo ich will eigentlich den seinen Kopf nur abschießen. Ach, schon wieder alle? Boah. Kann ich auch mal ein bisschen lenken. Aua, aua, aua. Hau ab, hau ab. Hau ab, Mann. Fass mich nicht an. Ich nähere noch dasselbe, was du hast. Leute, die gehen da ganz schön nah ran hier an das Ding. Wo sind denn meine Freunde hier? Liegen die alle auf dem Boden und ich achte nicht drauf? Ah, weg damit. Hier, kommt noch einer. So, aua, ah. Aua, fass mich nicht an. Die stinken das etwas. Oh, von hinten.
Von hinten. Eieieiei. Eieiei, könnte eventuell jemand mir... Hallo, du da? Ja, wobei liegen halt auch viele Zombies rum, ne? Vielleicht könnte ich so ein bisschen... ein bisschen wegkrabbeln. Vielleicht sieht er mich dann. Hallo, du da? Nee, wobei, kümmern die um den Generator, komm. Ja, du da, du, hämmer mir eine Spritze rein, komm. Ja, oh, gleich so viele. Ja, oh, das ist aber lieb von euch, Mensch. Jungs. Mann. So, und jetzt wisst ihr jetzt was? Jetzt gönne ich mir erstmal wieder eine Packung. Achtung. Ah, yeah. Ich glaube, das Beste an dem Spiel ist einfach das Heilspray. Also das Heilspray reißt hier auf jeden Fall nochmal was raus. Ansonsten bin ich jetzt erstmal alles andere als begeistert bis jetzt. Ich finde es halt unheimlich unübersichtlich. Gerade jetzt am Anfang, auch mit den Munitionen, den Waffen... Es ist irgendwie, es sieht halt dazu auch leider Gottes halt auch extrem unspektakulär aus, muss man auch dazu sagen. Ja. Aber wie gesagt, eure Meinung zählen. Ihr könnt das gerne bitte bei YouTube in die Kommentare reinschreiben. Das interessiert mich dann schon. Ich bräuchte mal irgendwie so ein bisschen Scheiße, mal so ein bisschen Waffen. Ich kann nicht jetzt mit dem blöden Messer rumrennen. Was ist das für eine blöde Kacke? Das Ding hier. Vielleicht ein bisschen geiler hier, der Spieß hier. Ich probiere den jetzt mal. Ist Runde vorbei? Mission abgeschlossen? Ja? Haben wir es jetzt geschafft? Komm mal her, ja. Ich würde ihn mal aufspießen. Zeit bis zum Start des nächsten Spiels. 2 Minuten 20. Und so lange hocken wir jetzt hier und... halten zur Belohnungsliste wechseln. Ach so, gucke. Aha. Oh, aber die Belohnungen sind schon... also die sind schon mal nett. Guck mal, ich habe einen... und alle beschädigt. Aber die... naja, passt mal auf jetzt, Freunde. Okay, das Belohnungssystem könnte die ganze Sache schon wieder interessant machen. Wir schauen mal. Halten, um schnell Spiel fortzusetzen. Ja, ja. Machen wir mal. Spiel fortsetzen. Also wir scheinen noch drinnen zu sein, obwohl da gerade hier dieses Kauf-mich-Ladebildschirm gekommen ist. Nach Spielern suchen. Nee, okay, er bleibt nicht drinnen. Schade. Aber gut. Dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt mal kurz hier zu den Crafting-Dings, das gucken wir uns noch an. Dann schauen wir mal, ob dann halt so eine zweite Runde kommt und ob dann halt irgendwie die Map anders ist. Also wie gesagt, grafisch ist das jetzt nicht. Also ich glaube, da müssen wir jetzt nicht groß diskutieren, ne? Also das sieht sogar schlechter aus als PUBG, würde ich jetzt mal spontan sagen. Und PUBG ist zumindest, ja, Open World-mäßig, ne? Also hast eine große Map. Aber so vom Hocker haut mich das jetzt hier gerade optisch einfach nicht. Und spielerisch, also ich muss jetzt sagen, so rein von... vom Tempo her, von der Mechanik her, ne? Es ist mir halt auch ein bisschen zu, ich weiß nicht, zu träge. Auch dieses automatische Anvisieren. Könnte man gucken, ob man das vielleicht noch rausnimmt. Weil, wenn ich einen Kopf abschießen will, dann will ich einen Kopf abschießen. Und dann soll das automatische Aim-Dings mir nicht die ganze Zeit den Bauch oder ein Bein geben. Das ist mir zu blöd. So, hier ist wieder dieses Menü. Vorratskiste, guck mal. Folgendes wurde zur Vorratskiste geschickt. Und da war auch, eine AK, nee, eine M. AM. So, wo ist denn die Vorratskiste? Bist du das hier? Bist du die Vorratskiste? Bist du? Bist du? Ausrüstung ändern? Zeig mal her. So, Waffe. Nö, da ist jetzt nur die Pistole. Also ist das doch nicht die Vorratskiste? Aber es ist halt, man muss sich wirklich erstmal reinwuseln, ne? Also das Menü ist erstmal wirklich total verwirrend. Also wenn du hier reingeschmissen wirst... frei nicht so. Was ist das? Fertigkeitentrainer. Okay. Verbesserte Klasse. Okay, also man kann sich halt auch auf Klassen skillen. Wir machen das hier einfach mal rubbeldiwupp. Einmal eins dran gesetzt. Warum auch nicht? Scheiß da drauf, ist doch bloß eine Beta. Anpassungsbereich haben wir hier auch noch. Tada! So. Toni hat gezaubert. Gegenstandswerkbank. Wir brauchen Reparatur. Waffenwerkbank. Zeig mal her. Jetzt hör auf, mich die ganze Zeit anzustupsen. So, anpassen, reparieren. So, wir hatten doch so einen Bogen bekommen. Wo ist er denn jetzt? Wir haben doch was bekommen. Wir hatten doch gerade Belohnung gehabt. Da war doch ein Bogen dabei. Ihr habt es ja alle gesehen. Weil das sind jetzt nur die Waffen, die ich jetzt hier habe. Oder sind die in der Vorratskammer gelandet? Aber wo finde ich die denn? Hier geht's wahrscheinlich zum Match direkt. Nee. Ach, guck mal, wenn sie alle hier drinnen stehen, vielleicht ist das, bedeutet das dann doch, dass es dann direkt losgeht. Ach, gucke. Dann habe ich vorhin nichts gesagt. Dann widerrufe ich alles. Nee, das ist der Fertigkeitentrainer. Das muss hier drinnen sein.
Verwaltung des Inventars. Doch, guck mal hier. Oder? Es erschlägt mich halt einfach alles mal ultra. Also ich kann mir hier auch das Eisen nehmen. Man sieht es ja, glaube ich. Kann ich nicht alles von links nach rechts holen? Steht da irgendwo was? Und das Problem ist, ich habe unten meine Twitch-Anzeige. Dass ich nicht alles sehen kann vom Menü. Aber hier ist der Bogen nicht drin. Aber das sind die Dinger, die wir bekommen haben. Das heißt, der Bogen muss ja hier auch irgendwo sein. Ausrüstung ändern. Der muss hier sein. Sag mal her jetzt hier. Nebenwaffe. Molotow-Cocktail. Ja, komm, hau mal rein hier. Wir sind etwas Neues hier. Vielleicht ist es auch hier drin, der Bogen. Nee. Doch. Ich habe gerade was gesehen. Ah, schnell, den Bogen. Ich habe noch ausgewählt, aber er ist beschädigt. Dann müssen wir mal gucken, ob wir damit noch irgendwas hantieren können oder nicht hantieren können. Ich schau mal kurz in den Chat rein. Fortnite hat schon wieder ein Update bekommen. Ja, ich weiß, habt ihr mir alle schon geschrieben. Problemchen ist, ich hatte jetzt noch keine Zeit gehabt für Fortnite. Ich wollte jetzt erstmal das Angezockt-Video und dann muss ich mal gucken, dass ich irgendwann mal abends wieder bei Fortnite reinschaue. Irgendwie mal gucken. Man darf ja nicht vergessen, ich hab's leider nicht so gut. Ich bin nicht mehr der Jüngste und dementsprechend Familie, Frau, Kind und Arbeit. Ne? Da hat man tagsüber eigentlich nicht so die Zeit, aber jetzt ist der Kleine im Bettchen, dass ich mal wirklich 10 Minuten Zeit habe. Toni, ganz unten ist die Kiste. Ach, verdammt! Hätte ich nicht gesehen. Ah, warte mal. So, sag mir doch mal, anscheinend bin ich jetzt hier. Der hat die Sitzung verlassen, ne? Ja, guck mal. Okay, dann kannst du mir das vielleicht nochmal ganz kurz sagen. Also, ich habe den Bogen. Den habe ich ja. Und den könnte ich ja jetzt eigentlich hier reparieren, ne? Halt. Wo war das Ding jetzt hier? Ey, das ist so verwirrend. Das ist ja wirklich. So, jetzt ploppen wir mal hier die Scheiße auf. Jetzt nehme ich hier mal die Waffe. So. Und jetzt gehen wir auf reparieren. Also so. Das wird sich ja wohl jetzt. Warum kann ich jetzt den Bogen auswählen? Der war doch kaputt. Ich bin halt bescheuert. Da stand doch kaputter Bogen, den wir haben. Zeig mal her jetzt hier. Aber scheint zu funktionieren. Und wir haben unendlich Pfeile mit dem Ding. Ja, ist aber ganz nice, ne? Ja, okay, kommt. Eine Runde noch. Jetzt ziehen wir jetzt drin hier. Ne, muss hier vorne wieder ran, ne? Mein Gott. So. Bergungsmissionsliste. Es gibt nur die, oder was? Nur die eine Mission? Sehe ich das richtig, Leute? Ah, ne, halt. Man muss oben nach rechts. So, hier sieht's aus wie eine andere Map, oder? Ne, das ist dasselbe Bild. Das ist eine andere Map. Dann nehme ich jetzt mal die hier. Da suchen wir jetzt einfach mal. Und dann, vielleicht ist ja die zweite Map jetzt überraschenderweise grafisch geiler. So, alte erhaltene Mission abbrechen. Ne, alles gut. Und jetzt hocke ich erstmal hier drin und muss warten. Sehe ich das richtig? So, Einzelheiten zum Event. Noch was? Rang und Belohnungen überprüfen. Können wir auch mal schauen. Ach so, da sieht man den Weltrang. Das, aha. Muss ich mir jetzt permanent jetzt hier drinnen bleiben? Erhalten Mission abbrechen. Aber er sucht, oder? Ich meine, es könnte ja wissen, so ein kleiner Ladedings irgendwie könnte ja schon. Wäre schon schön, wenn es da steht, ne? Ich breche nochmal ab. Ich suche nochmal neu. Irgendwie. Komm, drück mal das da an. Sieht irgendwie cooler aus. Jetzt warten wir einfach mal. Ich gebe der ganzen Sache jetzt hier eine Minute. Eine Minute hast du Zeit, liebes Spiel, dass ich jetzt was finde. Top, die Wette quillt. So, was schreibt ihr denn alle da draußen? Geh mal zu der Riesenkiste. Bilder. Hat weniger Maps und Missionen. Aber wenn jetzt schon einmal hier so viele drin sind, was ist denn nun das fertige Spiel? Besteht das jetzt wirklich nur aus diesen, ich sag jetzt mal, aus diesen Horde-Modus, wo ich vergleiche das Ganze jetzt einfach mit Gears of War? Muss ich jetzt einfach mal, weil vom Prinzip ist es halt, da ist ein Generator, den soll ich verteidigen und da kann ich nebenbei noch ein paar Sachen aufbauen und am Generator noch Tüdelü machen und tralala und hopsasa. Ist es das fertige Spiel, was dann rauskommt oder hat das fertige Spiel noch einen Story-Modus, so typisch halt Metal Gear? Also wenn ihr das wisst, dann könnt ihr das gerne schreiben. Alter,
Du wirst halt wohl mal jetzt jemanden finden hier. Scheiß dich hier nicht ins Hemd. Wäre halt auch geil, wenn ich einfach suchen könnte, ne? Also, wenn ich irgendwo sehe, ach, guck mal da. Da braucht jemand jemanden. Das ist ja wie Fortnite Story. Ach so, das ist wie die Fortnite Story. Okay. 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 So, also irgendwie hier an der kommt keiner. Also entweder sind die meisten Leute erstmal genauso blind wie ich und sehen nicht, dass man hier oben so nach rechts. Dauerhafte Mission. Tägliche Mission. Ja, ich hätte es ja gerne gemacht, aber wenn keiner da ist, ist keiner da, ne? Ich wette, wenn ich jetzt schnelles Spiel einfach. Pass mal auf, jetzt habe ich es verstanden. Alles gut. Schnelles Spiel normal. So. Jetzt aber, komm. Ja, na, ein paar Anläufe braucht auch mal der Sonnechi. Wie gesagt, ich bin nicht mehr der Jüngste. Da kann man auch mal solche Punkte übersehen, wie schnelles Spiel. So. Hauptsache, ihr habt ein bisschen Spaß da draußen. Ein bisschen. Sofern man das mit dem Spiel ja haben kann. Nein, Sonnechi, rede darüber jetzt nicht schlecht. Das kann bestimmt auch seine Fans haben. Nee, aber weiß ich nicht. Ich glaube, ein Metal Gear Fan, also jemand so, der Fan der Reihe ist, der wird genauso wenig mit dem Spiel anfangen. Unabhängig davon, dass da wahrscheinlich ab und zu Metal Gear Charakter mit drin sind. Oder was meint ihr? Weil ansonsten richtet sich's klar an ganz Leute, die halt gerade so auf diesen Hype von irgendwelchen Wellen sind und irgendwas verteidigen sind und bla bla hopsasa. Ich bin mir halt nur nicht sicher, ob sowas halt als festes Game so richtig Bestand hat, also als vollwertigen Titel, ne? Fortnite hat den Vorteil, dass es halt, ich sag mal, Free-to-Play ist, ja, mit ein paar Bezahlelementen. Aber ich weiß es nicht, wie soll denn dieses Spiel hier angesiedelt werden? Soll das jetzt ein 60-Euro-Titel werden? Ist das ein 35-Euro-Titel? Was wird das Ganze, ne? Also das kann ich jetzt so spontan noch nicht sagen. Also da hätte ich mich wirklich vorher ausnahmsweise mal genau beschäftigen müssen damit. So, also sehe ich das richtig? Wenn wir jetzt alle hier schon drinnen stehen würden, dann würde es dann unabhängig von der Zeit schon losgehen, oder? Kommt mal rein. Kommt mal hier rein. Das würde mich jetzt mal interessieren. Habe ich gerade gerufen? Hat da gerade jemand einen Soundeffekt gemacht? Ja. Wie machen die das? Ich will auch solche Soundeffekte machen. Ja, okay, ich find's nicht. Aber man kann hier auch bauen. Also, wie bei Fortnite sehe ich das gerade, ja? Also, er kann auf jeden Fall, ja, Tuki-Tuki, guckt euch das an. Pubbeli-Pupp. Also, man kann auf jeden Fall, also, ich glaube, das Spiel richtet sich dann klar ganz stark an die Leute, die halt wirklich Bock haben, hier immer wieder neue Sachen freizuschalten und da im Rang zu steigen, um wieder irgendwelchen Bonuszeug da freizuschalten und wieder und wieder und wieder. Und aktuelle Sitzung wurde beendet. Rückkehr zum Sammelpunkt. Ja. Ja. Leute, was soll ich jetzt machen? Ich würde sagen, da muss ich hier definitiv einen Cut machen. Wir sind auch schon bei 40 Minuten. Wir konnten eine Runde spielen. Wir konnten hier ein paar Funktionen sehen. Wir konnten hier dieses doch sehr interessante Menü sehen. Ich finde, das reicht erstmal als kleines Angezockt-Video, ja. Wer jetzt erst reingeschaltet hat, der kann das ganze Angezockt-Video natürlich gleich wieder auf YouTube sehen. Und, ja, ich würde sagen, zockt's einfach mal selber. Seid denn, ihr habt jetzt schon die Lust verloren, nachdem ihr das gesehen habt. Ich würde jetzt auch keinen Grund wissen, euch jetzt unbedingt zu sagen, ladet's euch unbedingt mal runter. Aber ansonsten, die sich jetzt nicht abschrecken lassen von haben, einfach mal runterladen. Und schreibt mir einfach mal eure Meinung bei YouTube in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Meiner Meinung nach, für mich einfach absolutes Highlight, das Heilspray. Weil, das sieht einfach nur geil aus. Also wie er da abgeht an Heilspray, das ist einfach nur ein Orgasmus pur. Und ich glaube, das ist das, was das Spiel spielenswert macht. Ansonsten wüsste ich jetzt keinen anderen Grund. Also für mich ist es nichts. Schreibt mir eure Meinungen. Ich sag erstmal Dankeschön fürs Reinschalten, auch an die Live-Zuschauer. Dankeschön für Like, Abos, Käsekuchen auf meinem YouTube-Kanal. Wir sehen uns dann pünktlich zu Fortnite wieder und zu PUBG. Und denkt dran, demnächst geht's los mit Monster Hunter. Bis dahin, haut rein, euer Sonnechi.